Wir haben jetzt in Notruf Hamburg Cabriolets und das ist ein neuer Game Pass, den wir hier kaufen konnten für Robux, für 149 Robux, um genau zu sein. Und natürlich bin ich schon hier dabei, um mir natürlich diese Autos zu kaufen, denn wir gucken mal kurz rein. Hier der BMW 1 Series Cabriolet, der zum Beispiel ist for free. Erstmal freischalten, her damit. Dann haben wir, ein bisschen runterscrollen, hier unten den Mercedes AMG GT Roadster für nur Game Pass Required und 201.000 Cash. Erstmal kaufen. Dann haben wir noch den Game Pass Required und 295.000 Porsche 911 Cabriolet. Natürlich erstmal auch kaufen. Oh yeah. Und interessanterweise, das werden wir genauer testen, ist der Cabriolet schneller als der Porsche, aber liegt auch zwischen dem AMG GLC. Das heißt, ich werde auf jeden Fall testen, wie der AMG GLC gegen den Porsche so antreten kann, von der Geschwindigkeit natürlich her und Zeit. Aber wir spawnen erstmal den BMW. So, da ist der BMW hier in Notruf Hamburg. Und ich meine, einen 1er BMW gab es noch nicht. Ganz genau, einen 1er BMW gab es noch nicht. Gegebenenfalls, glaube ich, BMW an sich gab es hier noch nicht. Ne? Ich glaube, das ist dann der erste BMW-Fahrer, ohne der Blinker nutzt. Oder das erste Auto, das halt keinen Blinker nutzt, hier in Notruf Hamburg. Aber auf jeden Fall, ich muss kurz in die Freecam gehen, hat das Auto, weil es da Cabriolet sehen. Wir wissen natürlich, dass die Notruf Hamburg-Autos kein Interieur haben, was halt zur Performance halt beiträgt. Nun dann auch hier jetzt Interieur haben. Wir gucken uns das mal an. Das ist, wie gesagt, sehr basic. Jetzt nicht zu krass oder so. Wir sehen hier keine Anschnallgurte oder sonstiges. Aber ich finde, um die Performance zu halten, dass es nicht so anfängt zu laggen, sieht es eigentlich ganz gut detailliert reich aus. Wir haben hier ein BMW-Lenkrad ohne das BMW-Logo. Wir haben hier eine Tachoanzeige ohne Tachoanzeige, was ja nicht schlimm ist, weil da guckt schon das kleine Detail hier in Notruf Hamburg drauf. Und wir haben hier einmal, ja, den Gangknüppel und halt das Dashboard und die Handbremse. Und wie gesagt, hier sieht es aus wie so ein Interior Lighting, aber das ist natürlich kein Ambient Lighting. Aber auf jeden Fall ein kleines Interieur, finde ich, ist sehr gut gemacht. Dafür, dass das, wie gesagt, ein Cabriolet ist und wir sonst keine Autos haben, die kein Interieur haben, sieht das eigenermaßen ganz cool aus. Und stimmt, ich sehe gerade, wir haben auch das erste Mal jetzt hier, dass wir, oder andersweise, das erste Mal, das Quad hat das schon, dass wir hier uns jetzt am Lenkrad festhalten. Wir gucken mal. Wir machen mal an das Ding und wir gucken mal, wie toll dieser Free BMW sich so fährt. Und machen natürlich noch gleich nochmal dann den Check. So, gehen die Blinker überhaupt? Das ist die große Frage. Oh, die Blinker gehen auch. Das ist super, dass die Blinker funktionieren. Natürlich, wie man das kennt von BMW-Fahrer, werden die Blinker natürlich nicht benutzt. Das dazu. Dann würde ich sagen, zögern wir gar nicht lange und gehen noch kurz zu unserer Teststrecke hin. Denn wir haben ja noch drei andere Autos offen. So, dann fahren wir kurz hin bis zum Windturm hin, zur Windturbine. Und werden dann mal wieder eine gerade Strecke fahren und gucken mal, wie schnell, was hier die Maximum... Ich hasse die Blitzer so sehr. Was diese Maximum Speed aus diesem BMW hier rausholen können. So, dann würde ich mal sagen, geben wir Gas in 3, 2, 1 und go, 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 go. Oh, der braucht auch jetzt schon lange, ne? Der braucht aber schon ein bisschen, im Anfang braucht er schon ein bisschen. Aber egal, Blitzer-Action hier, gib ihn mir. Geil, 300 oder 200 Parts of Catch wieder loswerden. Ich fühle es wieder. Oh nein, da kommt eine Warnschranke. Oh, 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 nein, 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 nein. Oh. Okay, easy, 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 haben wir komplett gedodged, easy. So, noch ein Blitzer. Geil, noch eine rote Ampel. Okay, kommt, 200, schaffen wir noch 200. Ah, 280. Boah, 280, 280 mit Crash. Oje, 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 oje. 180 mit Crash. Ich weiß nicht, ob wir das noch toppen können, weil ja gerade die Schranke runtergegangen ist. Aber wir versuchen es mal, wir versuchen es mal. Wir fahren mal kurz zurück und Gas, 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 Gas. Und gib Gas. Und wir gucken mal, ob der jetzt hier richtig schnell hinhauen kann oder nicht. Wir gucken mal. Also, erstmal wieder kassieren. Lol. Hä? Okay, ich habe gerade irgendwie die Ampel gedodged, auch irgendwie. Ganz cool. Auf jeden Fall 150, Schranken sind offen. 170 gleich. Komm, komm, 170, ich schaffe noch 180 oder ist 180 Max? Na, mehr, ich schaffe noch mehr, ich schaffe noch mehr, ich schaffe noch mehr. 190 ist die maximale Geschwindigkeit bei diesem Free BMW im Game Pass. Dazu muss man noch sagen, der fährt sich einigermaßen gut, also bricht. Oh, der fährt sich aber ganz schön sehr gut. Der bricht auch gar nicht in den Kurven so richtig aus, so wie man es eigentlich kennt irgendwie von den Billigautos irgendwie. Also der sitzt sehr gut auf der Straße, also das ist echt insane, ich bin echt... verblüfft von diesem Free-Auto im Game Pass. Was halbwegs free ist, natürlich. So, dann werden wir natürlich noch das neue oder das weitere Auto spawnen. Das wäre jetzt der AMG. Holen wir den mal raus. So, da ist auch schon der AMG. Und der sieht folgendermaßen aus. Wir sehen hier, das ist, glaube ich, der neueste sogar. Das ist der ganz neue, oder? Ich weiß nicht, ob das ganz neu ist. Sollen wir kurz mal heckgucken? Nee, ist noch nicht der ganz neue. Okay. Weil da gab es jetzt letztens einen neuen. Deswegen. Auf jeden Fall haben wir hier den AMG GT mit sehr schönen Felgen, muss man sagen, dazu.
und dazu natürlich ein Interieur. Hier interessanterweise mit Logo natürlich, ne, nicht zu vergessen. Und natürlich das gleiche auch in dem Dashboard. Sieht sehr, sehr schön aus dafür, dass es wie gesagt so im Notruf-Hamburg-Stil gehalten ist. Und natürlich haben wir keine keine Rücksitze. Auf jeden Fall sehen wir hier ein sehr detailreiches Cabrio. So, guck mal, so hier die Brake-Pedals und so. Guck mal, das ist doch schon mal hier Qualität. Das ist schon mal was Hochwertiges. Das habe ich gar nicht beachtet auf einem anderen BMW. Aber egal. Auf jeden Fall sehr schönes Interieur hier im Mercedes mit sehr babamäßigen Felgen. Und da würde ich sagen, testen wir es erstmal sofort. So, Motor an. Und der zieht schon ein bisschen schneller. Wer hat es auch gedacht? So, wir fahren mal kurz wieder die Strecke entlang. Hoffentlich ist die Bahnstrecke offen. Ich glaube, sie ist offen. Ich hoffe mal. Auf jeden Fall. Danke, Blitzer. Auf jeden Fall gucken wir mal hier, wie schnell der Mercedes ist. In einem sehr schönen Weiß natürlich auch gehalten beim Spawnen. Finde ich sehr toll. Und wir gucken mal, was der drauf hat. So, wir stehen uns noch kurz hin. Und in 3, 2, 1 und go, 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 go. Let's go, let's go, let's go, let's go. So, mal gucken. Okay. Wir haben schon 120. Also, der kommt schnell auf seine 100. Ah, kriegen wir die 200 hin. Easy. Auf Lock. Komm. 200, okay. Easy. Oh Gott, ist der schnell. Oh mein Gott, 250. Oh mein Gott, hab ich fast getötet sogar. Okay, abgesehen davon, dass wir fast getötet wurden von dem Auto. Gucken wir mal kurz noch schnell auf den Rückblick nochmal. So, dann geben wir Gas und let's go. Gucken wir mal. Gib Gas, 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 Gas. Los. Und. Okay, jetzt habe ich Blitzung immer. Auch interessant. Ja, egal. Oh nein, die Schranke ist unten. Nein. Oh nein! Nein! Ah, super. Da ist der Zug mir ein bisschen entgegengekommen. Auf jeden Fall testen wir es noch einmal. So, und noch einmal. Komm bitte jetzt ohne Zug, bitte. Weil ich bin auch von der Zug kommt sehr oft ab und zu. Deswegen, gucken wir mal. Gas. Okay, wir haben jetzt gleich 230. 140, nicht 235. 160. 170. 180. 190. Oh, 200. Und 200. Boah. 226, was wir hinkriegen auf dieser Strecke. 226, was wir hinkriegen auf dieser Strecke hier. Ich glaube, der Wagen kann vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, mehr kriegst du hier im Notruf Hamburg mit dem Wagen nicht raus, weil dann sind die Straßen noch zu kurz. Aber 226 sind schon genug für den Wagen. Dafür, dass es ein Cabriolet ist und unterm Porsche. Ne? Okay, das ist nochmal eine interessante Sache, die mir aufgefallen ist, wo ich hier im Shop bin. Ich weiß nicht, ob das mit der Hierarchie hier irgendwie herrscht, von dem Geld, wie viel die wert sind. Aber der Mercedes, mal kurz dir gezeigt aus dem letzten Video, kostet 340.000 Euro. Der hier kostet nur, mal wiederum, 295.000 Euro. Also ein wesentlich billiger, aber wenn wir genau hingucken, der ist aber schneller, der Porsche. Der Porsche ist einfach schneller. So, und da haben wir auch schon den Porsche, den wir an sich so kennen, aber jetzt auch als Corvette oder als Cabriolet. Deswegen gucken wir kurz hier rein und wir sehen hier, ja, kein Logo hier auf dem Porsche, weil der Porsche auch an sich kein Logo hat. Deswegen, ja, ist er hier ein bisschen sehr leicht gehalten. Das Dashboard ist, glaube ich, digital, deswegen, oder vielleicht ein großes Teil, deswegen ist es so groß hier. Armaturenbrett, wie gesagt, auch dabei, hier und da und... Ja, sonst ist hier, glaube ich, ist der Mercedes aktuell, glaube der vom meisten Detail gerade auf jeden Fall besessen. Und hier unten, ja doch, hier sind leichte Pedals drin. Also der Mercedes war so von allen, glaube ich, einer der meisten mit Details bestückt. Aber das ist ja nicht schlimm, denn wir sehen davon eher was weniger am meisten am Fußbereich. So, machen wir den Motor an, fahren mal kurz hin. Ich komme ein bisschen in das Blocky, ich schätze das mal die Proportion, weil man halt Blocky ist gegenüber Airflow. Ich fühle mich hier ein bisschen klein, ein bisschen so eingeengt so irgendwie. Bin voll riesig in dem Auto. Oh mein Gott. Aber egal. Wir testen jetzt nur... Danke, Blitzer. Wir testen auf jeden Fall nochmal von hier jetzt nur einen Speedtest. Weil gesagt, der Porsche ist laut Statistik schneller als der Mercedes. Und wir gucken mal. So, einmal kurz hier gerade richten. Und ich würde sagen, wir legen los in 3, 2, 1 und go, 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 go. Oh, der hat schon ein bisschen Zunder unten drunter. So. Wie gesagt, der ist nur ein Ticken schneller als der normale, originale Porsche. Aber wir geben mal hier Gas und guck mal, wie schnell wir es schaffen. Oh, nee, ah! So, nochmal, weil ich es gerade verkackt habe. 3,20, let's go! Also auf jeden Fall, gucken wir jetzt nochmal, weil ich gerade ein bisschen die Kante da genommen. Also irgendwie die Kante mag der Porsche anscheinend vom Bahnübergang nicht so. Aber egal, schaffen wir trotzdem. So, 150. Ah, kriegen wir 200. Oh, müssen wir easy kriegen eigentlich. Komm. 200, ja. Mehr. 230, 240. Da kommt die Kurve. Ach, Pi mal Daumen 250.
Wir können es aber auch nochmal kurz auf dem Rückweg versuchen. So, einmal kurz hier drehen. Und jetzt sagen, let's go, let's go, let's go, let's go. Wie gesagt, 250 ist das, was wir hier aus dem Porsche auf jeden Fall rausbekommen. Wir gucken mal, wie weit wir jetzt kommen auf dem Rückweg. Weil meistens hat man da noch ein bisschen Spielraum wegen dem Windturm, dem Windkanalturm. Da dem, ihr wisst schon, was ich meine. Ich muss gerade ein bisschen kurz drehen hier auf das... So, da ist wieder mein Porsche. Wie gesagt, der Porsche mag anscheinend nicht den Bahnübergang so sehr. Das war schon der zweite Crash mit dem Porsche am Bahnübergang und der letzte war recht tödlich. Deswegen versuchen wir es noch einmal von der Richtung, wo wir gerade herkamen. Aber ich glaube, der Porsche, der ist vielleicht schnell, aber der mag den Bahnübergang nicht so sehr. Also der kann, glaube ich, sehr schnell ausbrechen, der Porsche. So, wie sagen nochmal, 3, 2, 1 und let's go, let's go, let's go, let's go. Wie gesagt, ich will das Maximale aus diesem Porsche ziehen, aber der Bahnübergang ist sehr tödlich anscheinend für den Wagen. Deswegen, guck mal, nochmal, let's go, 140. 160. Oh Gott. 180, da kommt der Bahnübergang. Oh, warte kurz, Bahnübergang, warte, warte. Oh mein Gott, nein! Ja, also, was soll man sagen? Also, der Porsche mag, also, das ist ja, also. Tja, was soll ich sagen zum Game Pass? Lohnt er sich oder lohnt er sich nicht? Also, auf jeden Fall, für die Optik ist natürlich der mega geil. Und ja, die Preise sind eigentlich auch geil. Also für den einen BMW, den BMW 1er, hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil den fand ich am besten jetzt von allen. Und von der Optik her fand ich auf jeden Fall den Mercedes am geilsten, weil der einfach vom Interieur und vom Außen einfach echt fancy aussieht. Wie zum Beispiel jetzt gegenüber dem Porsche oder halt dem BMW. Aber schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu den neuen Vehicle Packs und zu den neuen Autos haltet. Mich würde es gerne interessieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao!